Die Bürgermeisterwahlen stehen bevor und in diesem Rahmen darf ich Christa Gangl hier bei mir begrüßen. Hallo, herzlich willkommen von der Liste Christa Gangl und Team Gemeinsam für Wattens. Frau Gangl, wieso kandidieren Sie eigentlich? Ja, ich bin ein politisch denkender Mensch, immer schon gewesen. Früher in der Landespolitik, als 12 Jahre im Tiroler Landtag, 4 Jahre Landtagsvizepräsidentin und 6 Jahre in der Tiroler Landesregierung und jetzt bereits das 10. Jahr in der Marktgemeinde Wattens als Gemeinderätin tätig. Das ist einmal ein Grund, dass das mir das Politische wichtig ist. Dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, immer, dass Frauen sich trauen, auch ein bisschen verantwortungsvollere Positionen einzunehmen. Und der dritte Beweggrund ist natürlich, dass es eine Vielfalt in diesem Ort geben soll und nicht nur von einer Partei dominiert werden soll. Man kennt Sie ja, wenn Sie von Parteien reden, als SPÖ-Mitglied. Sie treten jetzt aber mit einer Namensliste an. Wieso das? Ja, wir sind eine Gruppe, in der ein Teil Sozialdemokraten sind. Das heißt, da gehöre ich natürlich dazu. Aber die andere Gruppe, also mehr als die Hälfte der Kandidaten und Kandidatinnen, sind parteiunabhängige Quereinsteiger, sind engagierte Menschen, die einfach für die Wattens was tun wollen und ihre Ideen einbringen wollen. Und daher haben wir das respektiert und ich glaube, das ist ein richtiger, guter Weg, denn die Menschen im Ort, die wollen keine Parteien hin und her, sondern da geht es um die Werte und all diese Kandidaten haben soziale Werte und das ist mir wichtig. Wenn Sie von Werten reden, wenn man auf Ihr Plakat schaut, sozial, erfahren, kompetent, sind ja gängige Schlagworte. Was steckt bei Ihnen da dahinter? Ja, das Soziale ist immer mein Ding, schon immer schon gewesen. Ich war über 20 Jahre Vorsitzende der Mietervereinigung, habe mich eingesetzt für Menschen, die sich keine teuren Rechtsanwälte leisten können im Mietrecht. Ich war in der Volkshilfe, habe den ersten Ganzjahreskindergarten gegründet, Arbeitsprojekte gegründet, im Land überhaupt. Also das ist mir ein Anliegen. Es ist mir ein Anliegen, wie geht es den Kindern, wie geht es den Familien, wie geht es den alten Menschen in unserem Ort. Der soziale Bereich ist Ihnen also sehr wichtig, aber was sind denn ganz generelle Denkmäler, das interessiert vor allem die Zuseher, was sind Ihre Ziele für Wattens? In Wattens umsetzen möchte ich gerne mit meiner Liste, das ist einmal das Thema Wohnen. Das steht ganz an oberster Stelle, denn gerade junge Menschen, junge Familien, die aber eine Wohnung suchen, wenn sie eine finden, die ihnen viel zu teuer ist, dann muss man dagegen was unternehmen. Und es ist so, dass die Gemeinde ja über Gründe verfügt und billig und wirklich sozial gerechte Wohnungen und leistbare Wohnungen kann man ja nur schaffen, wenn man gemeindeeigene Gründe dafür verwenden kann. Und dafür würden wir uns einsetzen. Ein Beispiel gibt es ja jetzt in Schwarz mit 5 Euro pro Quadratmeter. Das würde uns auch vorschweben. Dann tut man sich einfach leichter. Und vielleicht in späterer Folge dann einmal die Wohnungen auch kaufen zu können, das müsste eigentlich das Ziel sein. Wir haben an die 300 wohnungssuchende Menschen in unserem Ort, die über lange, lange warten müssen. Und es gibt keine Richtlinien, weil die Leute nicht wissen, bin ich bei der nächsten Vergabe dabei oder nicht. Und da setzen wir uns ein, dass gleich einmal nach der Gemeinderatswahl damit begonnen wird, dass man Richtlinien schafft, wie es auch in anderen Gemeinden üblich ist, damit der Mensch weiß, aha, das nächste Mal komme ich dran, ich habe jetzt so viele Punkte und jetzt trifft es mich. Und so weiß das niemand. Also da fordern wir einfach mehr Transparenz. Frau Gangl, ein momentanes Diskussionsthema, vor allem bei den jungen Menschen, ist ja die Einstellung des Nightliners. Was sagen Sie da dazu? Ja, der Nightliner ist jetzt verschoben worden von der Straße auf die Schiene praktisch. Das heißt, dass wenn die Jugendlichen von Veranstaltungen kommen mit der Bahn, dann stehen sie im Bahnhof in Fritzens mitten in der Nacht und haben keine Möglichkeit ins Ortszentrum zu kommen, außer zu Fuß. Also es ist doch eher weit. Und auf Taxis müssen sie oft länger warten und da erwarte ich mir, dass wir Angebote stellen von Seiten der Gemeinde, dass unsere Jugendlichen sicher wieder ins Ortszentrum zurückkommen können. Und dann haben bei der Jungbürgerfeier die Jugendlichen gesagt, sie brauchen Lokalitäten, wo einfach auch ihre Musik gespielt wird, wo sie sich unterhalten können. Und sowas gibt es in Wattens. Wir haben so vieles, aber das gibt es nicht. Und da glaube ich, man soll da die Jugendlichen ernst nehmen und das natürlich auch einsetzen und umsetzen. Und der alte Mensch, wir bauen ein Sozialzentrum und da geht es mir auch darum, das ist über die Parteigrenzen hinweg von allen mitbeschlossen worden. Ganz ein tolles Gebäude mit betreuten Wohnen
Und es ist etwa ein schönes Projekt, das wir gemeinsam mitgetragen haben. Aber darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass der alte Mensch trotz allem so schön kann ein Gebäude gar nicht sein, dass sie lieber zu Hause in ihren eigenen vier Wänden alt werden und dort die Pflege erhalten wollen. Und darum gehört die Forcierung und der weitere Ausbau des sehr guten Sozial- und Gesundheitssprengels. Und darauf müssen wir Acht geben. Bereich Wohnen, Bereich Soziales, was sind sonst so die wichtigen Themen für Sie? Ja, die wichtigen Themen im Ort, wenn ich den jetzt so auch von mir habe, das ist einmal der Umweltbereich. Und jeder von den Wartnern und Wartnerinnen weiß, wenn jetzt gerade Sperrmülltag angesagt ist und er muss auf den Gemeindebauhof, dann weiß er, dass dort die Gemeinde, die Bauhofarbeiter sicher oftmals überfordert sind, auch mit der Kontrolle, weil da herrscht oftmals das pure Chaos. Da gibt es Gemeinden, die haben ganz tolle Recyclinghöfe und das ist ein Ziel, das wir auch brauchen. Und dann schaut man vom Kirchplatz hinunter zur Schule, links und rechts parken die Auto, es ist ein Chaos und dann kommt ein Radfahrer und der Radfahrer, der weiß gar nicht, wo er fahren soll. Also auf der Straße kann er nicht, das ist ihm zu gefährlich, fährt er am Gehsteig. Da gehen dann auch die Schulkinder. Also da braucht es ein Konzept, aber ein tolles Konzept, dass man das umsetzt, dass es eine attraktive und schöne Straße wird und die so gut, viel als möglich verkehrsfrei auch ist. Dann wissen wir, dass in der Langen Gasse, da ist ein Verkehrsaufwand, weil natürlich hier auch Bauten entstanden sind, wo die Menschen wohnen. Jeder hat ein Auto, eins und zwei, will man wissen. Und dann fährt diese Straße dann hinauf in den Wattenberg. Da sind auch wieder neue Wohnprojekte geplant, also wieder mehr Verkehr. Und da wäre ein ganz tolles Zukunftskonzept, dass man außerhalb von Wattens, wo der Kreisverkehr ist, bis zu dem Reisacher Stadel, das wissen jetzt natürlich die Wattner und Watterinnen, was ich meine, wenn man da eine Anbindung zum Wattenberg, das wäre ein tolles Zukunftsprojekt und würde eine Verkehrsentlastung bringen. Das ist einmal das ganz Wichtige. Dann ist im Südosten von Wattens ein großes Siedlungsgebiet entstanden in den letzten Jahren. Es werden jetzt wieder 30 Wohnungen gebaut. Das heißt, da ziehen junge Familien ein, Familien mit Kindern. Und es braucht da ganz, ganz dringend auch Infrastrukturmaßnahmen, sprich Kinderbetreuungseinrichtungen, wo die Eltern ihre Kinder gefahrlos hinbringen und wieder abholen können. Also das wären so ganz, ganz wichtige Themen, die wir einfach wollen umsetzen und mit gemeinsam eben in der Gemeinde einbringen und dann schauen, dass man sie auch umsetzt, weil nicht nur reden, das ist uns einfach auch zu wenig. Danke Ihnen vielmals für diese Information, Frau Ganger. Ja, und mir bleibt nichts anderes zu sagen, es liegt an Ihnen. Die Entscheidung, die fällt dann am 28. Februar bei den Bürgermeisterwahlen.